Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge hatten wir wieder ein Problem mit Krankheit etc. Haben wir aber alles überstanden. Gott sei Dank. Und wir sind immer noch am Kämpfen mit dem Gebiet hier, damit wir endlich ein bisschen weiterbauen können. Damit es hier mal vorangeht. Aber ich denke mal, wenn jetzt nichts großartig schief gehen sollte, sollten wir das alles hinkriegen. Denke mal, das wird noch was werden, glaube ich. Okay. Ja. Haustiere. Okay. Lass das Scheißvieh weglaufen. Ist doch so. Okay, das bisschen noch. Quest verfügbar: Fürstliche im Fadenkreuz. Thekla, Freibeuterin der Fraktion geflohen, ich möchte drei höfischen Begleitern 8 Tage lang in Red Ribbon bleiben. Und ihre Begleiter wurden zum Tode verurteilt und brauchen eine sichere Bleibe, bis die Chance sich ergibt, die Verräter am Hofe zu beseitigen. Allerdings ist es den Rivalen gelungen, mich auch nie auf sie zu hetzen. Es wird ein zweifacher Größe landen. Ich muss dafür sorgen. Oh, die war gut, ne? Ne, die war gut. Gold. Oh. Ja, da bin ich noch nicht gewaffnet für. Da habe ich noch nicht die Waffen und die Ausrüstung für. Schade. Aber was nicht ist, das wird auf jeden Fall noch. Komm, weiter buddeln hier. Das ist nicht mehr viel, das schaffen wir heute. Jetzt gerade ein Huhn bei mir reingeschmissen. Oh no. Wiener bringt Katie an einen Ort sicherer Temperatur. Sehr schön. Oh Leute, wir machen Fortschritte. Übersinnliches Brummen, weiblich. Okay, nächsten Tag, also wenn die jetzt alle geschlafen haben, dann würde ich gerne mal was ausprobieren. Und zwar, ich würde gerne mal hier so ein Dingen wegballern. Antiker Kampfläufer. Den würde ich gerne mal wegballern, um zu gucken, was passiert. Was man da so kriegt. Das würde ich gerne mal machen. Ich denke mal, das sollen wir jetzt in dieser Folge auf jeden Fall noch hinkriegen. Das wird, denke ich mal, absolut gar kein Problem werden. Den Arni. Oh, da kommt er. Der kleine Lausbub. Okay, Hodenkobold ist schon wieder an der Arbeit. Sehr, sehr fleißig. Okay, wen haben wir denn hier? Okay, dich brauchen wir. Dich brauchen wir. Bogen nehmen wir auch mal mit. Boyer hat nichts, Wima hat nichts. Nahkämpfer brauche ich auch nicht. Hier du. Du hast auch nichts, du hast auch nichts. Und hier komm, Arni nehmen wir mit. So, Leute, kommt ran hier auf den Meter.
So, wir ballern jetzt erstmal hier so ein bisschen was kaputt. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, machen wir ein bisschen Hackengas hier. Okay, ich speichere mal eben. Hier unter Angriff. So, wo sind sie? Oh, die lassen sich mal wieder richtig schön Zeit hier. Okay, ich baller jetzt einfach mal hier drauf. Nee, halt. Okay, 500 irgendwas. Gucken wir mal, was passiert. So, auf in Reihe und Glied. Was passiert denn hier? Was kriegen wir da durch? Na komm. Okay, nur Stahlschrott. Das ist nicht cool. Also nicht schade. Das heißt, ja, ich dachte, da kriegt man irgendwie Bauteile oder so. Aber das ist doch ein bisschen enttäuschend. Okay, da kommt gar nichts bei raus. Aber hier, da kriegt man doch ordentlich was raus, oder? Da kommt doch bestimmt was Fettes bei raus. Hier oder so ein Motor oder so. Jetzt machen wir ein bisschen Hackengas. 9. Okay. 700, 600, 500. Oh, nur Stahl? Gibt's auch gar nicht. Hier so ein Motorblock vielleicht. Auch nichts. Okay, das ist enttäuschend. So, das wird jetzt übel. Aber ich glaube, jetzt kommen Mechanoiden, glaube ich. Jetzt geht's ab hier. 3000. Ballert es nieder. Oh oh, was ist das? Was ist das? Mech-Transporter. Kann an einem Forschertisch entschlüsselt werden. Wähle einen Kolonisten und rechtsklicke drauf. Boah, Junge. Das nimmt aber keinen Schaden. Krasser Shit. Transponder. Ein Mech-Transponder ist nach einer Explosion übrig geblieben. Er kann an einem Forschertisch entschlüsselt werden. Okay. Auf jeden Fall. Ja, lassen wir erstmal hier alles niederbrennen. Okay, geil. Ein Mech-Transponder. Silvester, was hast du vor? Transponder zu Regal aus Holz. Genau, bring den erstmal in Sicherheit. Finde ich echt gut. La la la. Die kann man nicht versetzen. Ne? Ich würde gerne mal, wenn die Ecke hier ist, einmal Kopie bauen und hier reinsetzen und gucken, ob wir Strom dadurch kriegen. Das wäre gut zu wissen. Okay, Forschung Schusswaffen läuft.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier eine Solarzelle hinballern können und dass die auch Strom macht. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Weil hier ja irgendwie Schatten ist oder so. Es gibt doch bestimmt auch irgendwie so einen Alchemietisch oder sowas, ne? Transport. Medizinherstellung, hier. Medizin, ja, ja. Scheiße. Okay, nice. Bauen wir den da mal hin. Warte mal, ich möchte mal einmal kurz auf die Weltkarte gucken, wo wir den nächsten Verbündeten eventuell haben. Flaschenkürbissiedlung. Okay. Waren dieser Händler kaufen wird. Hightech-Bauteile. Ja, brauche ich selber, Alter. Kann man auch gucken, was der kauft oder was der haben will oder was der überhaupt verkauft. Aber ich könnte ja einfach mal hier Karawane nach dahin. Jo. Wen nehmen wir denn mal hier? Casanova. Nehmen wir mit. Was ist das? Dieses Tier ist krank, es leidet an voller Krankheit, Grippe. Hier, du nimmst Money mit. Money nimmst du mit. Und ihr nehmt Waren mit. Hier, Glattleder. Bumm. Fuchsleder. Alpaka-Wolle. Alter, Alter. Hier kommen die ganzen Kackwaffen hier. Bum, 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 bum. Wie viel können die überhaupt tragen? Gewicht 84. So, bum, bum, bum. Bum, 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 bum. So wird man auch seine Waffen los, ne? Ist natürlich auch sehr praktisch. Reisevorräte. Die Reise dauert 1,2 Tagesration. Jo, passt. Senden. Jo. Gucken wir mal, ob die Kollegen da, was haben wir denn hier? Antika-Komplex. Ob die da eventuell Hightech-Bauteile haben. Ah, jo. Das Ding müssen wir auch noch woanders platzieren hier. Ich habe keine Ahnung. Lass ich erstmal da. Ich würde jetzt hier erstmal gern gucken, ob das hier im Schatten, ob es das Sinn macht, eine Solardings zu bauen. Ansonsten reißen wir das Ding wieder ab. Wen habe ich denn jetzt nochmal auf Karawane gesteckt? Ah, hier Casanova. Der alte Casanova. Oh no. Unbefruchtet. Oh no. Oh, shit. Die Scheiße schon wieder. Schlachten jetzt aber. ZZ. Habe ich keinen für Tierpflege? Doch, hier, Fuhr. So. Machen wir mal eins hier. Machen wir mal Tierpflege. So, schlachte die alle. Unbefruchtet, sehr gut. So, Casanova ist jetzt auf der Flucht. Auf Wiedersehen, mein Freund.
10x Stahl, ja, warum nicht? Exoschreiterkopf. Ah, sehr schön. Okay, der ist unterwegs. Sehr gut. Schauen wir mal und dann Daumen drücken, dass alles gut geht. Dass sie da mindestens 2-3 Hightech-Bauteile haben. Wie war das denn überhaupt hier? Produktion. Werkbank. Hightech-Forschertisch. Ah, brauche ich gar nicht. 250 Stahl. Ah. Ich dachte, dafür brauche ich Hightech-Bauteile. Dinger jetzt. Pack doch mal das Ding da weg. Ja, danke. Bumm. So. Ah, geht trotzdem nicht wegen dem da, ne? Brauche ich einfach hier mitten rein. Kann man ja nachher noch umsetzen. Was ist das denn da? Schutzweste normal. Okay, dann brauchte ich gar kein Dingens Bummens. Ah, hier, seht ihr? Habe ich mir gedacht. Abreißen. Das habe ich mir gedacht. Okay, dann läuft mein Plan jetzt schon mal. Funktioniert schon mal nicht. Kann ich die umsetzen? Die kann ich versetzen, das ist so gut. Müssen wir das Ding wieder abreißen. Hätte ja klappen können. Scheiße. Was haben wir denn am meisten hier? Sandstein. Granit haben wir auch ganz schön viel, ne? Ja. Komm, machen wir einfach mal hier Granit. Müsste ich den auch noch mal abreißen. Wand aus Granit. Eine Tür aus Granit. Bumm. Dann kommt hier mein Lager hin. Hier baue ich eventuell noch einen Stromgenerator hin. Ich glaube, das mache ich. Baue ich hier noch ein, zwei Regale mit Holz rein. Ja. Hier schön alles vollballern mit Batterien. Hier, den da. Wie sieht mein Forschertisch aus? Sehr geil. Den reißen wir ab. Jetzt geht das Forschen auch schon schneller gleich. Karawane, oh. Nice, geil. Zum Ort springen. Handeln. Yorkshire Terrier, geil. Eine Sau, ein Eber, Labrador, geil. Schokolade, leckere Fleischmahlzeit. Hightech-Bauteil, 6 Stück. Kosten 1,5. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben genug Shit mit. Den wir verkaufen können. Den wir auch hoffentlich loswerden für ein paar Euros. Sieht schlecht aus. Scheiße, sieht schlecht aus. Der hat Bauteile, aber wir haben nicht genug Zeugs mit. Bum, bum, bum. Scheiße. Hightech-Bauteile.
Ich kann mir nicht einen leisten. 48. Ein sehr vielseitiger mittelgroßer Hund, ursprünglich wurde ein Labrador gezüchtet, um erlegte Füllen in einer Jagd zu adaptieren. Heutzutage ist er ein exzellenter Wachhund, Spielgefährte und Familienfreund. Ne. Machen wir erstmal so. Dann müssen wir jetzt nochmal wiederkommen. Leider. Betritt Red Ribbon. Hey, nein, ich will hier. Genau. Und du sollst wieder. Genau, so. Dann muss er gleich halt nochmal loslaufen. Nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Okay, hier wird gebaut. Der muss noch abgerissen werden, hier der Kollege. Der muss noch abgerissen werden. Und der auch da. Ambrosia aufkeimend. Der Forschertisch ist noch nicht weg. Leute, ich sehe übrigens gerade, Folge ist vorbei. In der nächsten Folge schicken wir auf jeden Fall hier Casanova nochmal los mit ein bisschen mehr Tatas, damit der Hightech-Bauteile rankart. Damit wir endlich mit den Hightech-Bauteilen hier hinkommen, Intensivbett. Das wird richtig wichtig, damit wir unser Bett bauen können. Multi-Analysator. Baue Multi-Analysatoren, um die Forschungsfähigkeit zu erhöhen und höherstufige Forschungsobjekte. Oh, okay, krass. Okay, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao mit V.